wissen, welche Beziehung ich zu unserem Thema habe und werde dann in einem nicht allzu langen Referat zunächst mal meine Ideen dazu präsentieren. Ich hoffe, dass wir dann genügend viel Zeit haben, eine gründliche Diskussion zu führen. Denn ich muss ehrlich sagen, mich interessieren die Frage, sondern die Meinung, die ich da heute noch viel mehr in mein eigenes Referat, das kenne ich ja schon, während ich Ihre Meinung und Ihre Fragen und Ihre Ansichten gerne kennenlernen möchte. Für mich ist es besonders wertvoll, besonders hier in der Waffen auf Polen zu machen. Das ist für uns, für meine Generation schon auch eine Herzensangelegenheit. Nicht nur eine politische Fragebeziehung. Und ich freue mich sehr auf eine lebendige Diskussion damit. Ich habe im Moment drei verschiedene Arbeitsgebiete. Ich bin emeritierter Professor für Politikwissenschaft, Universität Dortmund. Ich forsche und schreibe nach wie vor viel über soziale Demokratie und ich bin Chefredakteur und Herausgeber der Theoriezeitschrift, der Zeitschrift für Theorie und Kultur, Neue Gesellschaft Frankfurt. Ich habe mich tatsächlich jahrzehntelang mit dem Thema beschäftigt, und zwar nicht nur wissenschaftlich, das in erster Linie, sondern ich habe immer auch versucht, die wissenschaftlichen Arbeitsergebnisse, meine eigenen und die anderer Kolleginnen und Kollegen, die auf diesem Gebiet arbeiten, in die Theorie, in die Programmatik der Sozialdemokratischen Partei hineinzutragen. Und deswegen war ich sehr aktiv beteiligt am Verfassen der letzten beiden Grundsatzprogramme der Sozialdemokratischen Partei Deutschland und auch an der Prinzipienerklärung der Sozialistischen Internationale zusammen mit Willy Brandt. Die Prinzipienerklärung von 1989, die wir in einer kleinen Arbeitsgruppe von 5 Leuten oder aktiver Leitung von Willy Brandt erarbeitet haben. Das war mein Versuch, zwischen Theorie und Praxis zu vermitteln, zu verbinden. Ich mache vorher mal eine Bemerkung zu dem Begriff Sozialdemokratie. Sozialdemokratie hat drei verschiedene Verwendungskontexte als Begriff. Das muss man sich zunächst mal klar machen, damit keine Missverständnisse entstehen. Das eine ist, Sozialdemokratie war schon seit sehr langer Zeit der programmatische Name der sozialdemokratischen Partei. Die sagten, das, was wir erstreben, die neue Gesellschaft mit einem veränderten Staat, demokratisiert, einer veränderten Wirtschaft, ebenfalls demokratisch verfasst, einer neuen Gesellschaft, dieses Gesamtprojekt nennen wir soziale Demokratie. So wird es von diesen Parteien auch heute noch benutzt, wobei viele Parteien, die das Projekt der Sozialdemokratie verfolgen, sich nicht sozialdemokratische Parteien nennen, die können sich auch anders nennen, aber Partei, Volkspartei oder etwas anderes. Und manche Parteien in einigen Ländern der Welt, die sozialdemokratische Parteien nennen, verfolgen nicht das Projekt der Sozialdemokratie. Man muss also ein bisschen aufpassen. Das ist der eine Verwendungskontext sozusagen. Der zweite ist, Sozialdemokratie ist auch ein Name, der für einen bestimmten Typ von Demokratie benutzt wird, in der Politikwissenschaft, in der politischen Theorie. Wenn Sie ein Lehrbuch Demokratietheorie zur Hand nehmen, an der Universität oder an der Bibliothek, dann werden Sie finden, dass neben einigen anderen Demokratietypen, die da genannt sind, auch ein Kapitel über Sozialdemokratie enthalten ist. Also eine Demokratie mit bestimmten Eigenschaften, mit bestimmten Charakteristika. Welche das sind, erzähle ich später. Sozialdemokratie ist infolgedessen in einigen Ländern, auch in Deutschland, Polen weiß ich nicht, ein verfassungsrechtlicher Begriff. Der Bundesrepublik Deutschland ist durch den Text der Verfassung und mehrere Urteile des Bundesverfassungsgerichts, das die Verfassung verbindlich interpretiert, der Begriff Sozialdemokratie zu einem Begriff des öffentlichen Rechts, zu einem verfassungsrechtlichen Begriff geworden, die Bundesrepublik Deutschland beansprucht, rechtsverbindlich eine soziale
wenn ein Gesetzgeber Gesetze erlassen würde, von denen andere Parlamentsparteien denken, das zerstört den Kern der Sozialdemokratie, dann könnten Sie mit diesem Argument, das verstößt gegen den Verfassungsgrundsatz der Sozialdemokratie, das Bundesverfassungsgericht anrufen zum Beispiel. Das sind also die drei Verwendungskontexte. Die haben natürlich enge Verbindungen. Es ist nicht jedes Mal etwas ganz anderes, aber sie haben einen verschiedenen Kontext, sie haben einen verschiedenen Status und eine verschiedene Akzentuierung. Das muss man zunächst mal wissen. Und was ich jetzt hier vortrage, ist der Ansatz der Demokratietheorie. Was für Charakteristika hat eine soziale Demokratie? Und da können sich sehr viele Akteure, die das für gut und richtig halten, anschließen. Das können zivilgesellschaftliche Akteure sein, das können unterschiedlich mittelständige Parteien sein, das können Milieus aus bestimmten Religionen sein, das können Gewerkschaften sein. Dieses Konzept der sozialen Demokratie als Vorstellung von einer bestimmten, gerechten, inklusiven Demokratie ist anschlussfähig für die unterschiedlichste Gruppierung, Organisation. Keine Partei. Und auch das, was zum Beispiel die SPD so tagtäglich macht und tut, ob das alles verträglich ist, mit dem Konzept der Sozialdemokratie, ist manchmal eine offene Frage. Und deswegen nicht im Sinne einer Partei-Ideologie. Dieses Seminar hier beschäftigt sich mit den Grundwerten der sozialen Demokratie. Und ich möchte gerne Grundwerte zunächst erläutern. Die sind sehr markant und unterscheiden sich sehr klar von den Grundwerten anderer Richtungen. Und dann ein möglichst vollständiges Bild entwerfen, zu was führen diese Grundwerte, wenn sie auf Gesellschaften angewendet werden. Was sind die Grundlinien? Was ist das Gesamtbild einer strebenswerten Gesellschaft, das sich daraus ergibt? Wegen der Kürze der Zeit mache ich das nicht historisch. Ich könnte auch aus der Geschichte Europas, aus der Geschichte der demokratischen Arbeiterbewegung heraus, aus den Widersprüchen zwischen dem Liberalismus und dem Kapitalismus im 19. Jahrhundert das entwickeln. Ich komme vielleicht ab und zu mal kurz darauf zu sprechen, aber ich wähle jetzt nicht diesen Ansatz, weil sonst zu viel Zeit in der Kürze, die wir haben, hier verloren geht. Dabei haben übrigens, Sie haben ja ein LaSalle-Zentrum, Ferdinand LaSalle, sowohl als Theoretiker wie auch als praktischer Politiker, eine sehr große Rolle gespielt. Er war eigentlich der Erste in der deutschen Geschichte und ich denke auch in der europäischen gewisserweise, der ganz klar die Merkmale und die Gründe für soziale Demokratie skizziert hat, in der Zeit 1855 bis 1863. Ich komme an einer bestimmten Stelle auf ihn kurz zu sprechen in dieser Hinsicht, ohne das hier systematisch zu machen. Aber die Grundwerte und die Grundrechte, die will ich Ihnen gerne systematisch skizzieren. Wenn Sie ein Programm aufschlagen, sozialdemokratischer Parteien, dann finden Sie ein Kapitel Grundwerte der Sozialdemokratie. Und es werden stets drei Grundwerte genannt. Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und wenn Sie dann sagen, so, das sind die Grundwerte der Sozialdemokratie, was sind denn die Grundlage der politischen Proponenten der Sozialdemokratie? Und schlagen in Deutschland zum Beispiel das Grundsatzprogramm der CDU auf, das Kapitel über Grundwerte, dann staunen Sie, denn was sind die Grundwerte der CDU? Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Und dann sagen Sie, wo sind denn da die Unterschiede? Dann schlagen Sie noch das Grundsatzprogramm der Grünen Partei auf. Bestimmt gibt es da ganz andere Meinungen. Freiheit, Gerechtigkeit.
ganz leicht kommunizieren mit öffentlichen Debatten. Man muss es kennen und wenn man es kennt, dann kann man es auch kommunizieren. Das Interessanteste ist, es überrascht manche, als Willy Brandt seine Abschiedsrede hielt, als Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei, da sagte er, er hätte ja nun ein sehr langes Leben politisch gekämpft und hätte den größten Teil seines Lebens für diesen politischen Kampf genutzt. Wenn man ihn jetzt fragt, was von all diesen verschiedenen Zielen das Wichtigste sei, dann ist seine Antwort sehr klar. Das Wichtigste ist Freiheit. Da waren manche überrascht. Das Wichtigste für mich ist die Freiheit. Aber wenn man sieht, wie er das versteht, wie wir das verstehen, wie ich das auch verstehe, dann wird die Sache ziemlich schnell klar. Unter Freiheit kann man nämlich sehr, sehr verschiedene Dinge verstehen. Und politisch, historisch, ideengeschichtlich sind darüber auch sehr verschiedene Dinge verstanden worden. Das liberale Freiheitsverständnis, das Freiheitsverständnis der liberalen Bewegung, der liberalen Parteien, der Neoliberalen, der Libertären, ist immer sehr stark konzentriert auf die negative Freiheit. Begriffe, die in der Ideengeschichte eingeführt wurden oder rausspielen, ich will jetzt nicht viele Namen nennen, von wem diese Dinge sind. Die negative Freiheit. Die negative Freiheit, die heißt nicht Freiheit, weil sie schlecht ist, sondern es ist die Abwehrfreiheit. Negativ ist die Freiheit, die das einzelne Individuum schützt vor Übergriffen von Dritten, vor Übergriffen des Staates, Übergriffen von Mächtigen in den eigenen Handlungsraum. Und deswegen ist das eine negative, eine abwehrende Freiheit. Das war die Freiheit der liberalen Bewegung. Das war die Freiheit, die seit dem 18. Jahrhundert in Europa eine große Rolle spielt, in dem 19. Frei kann ein Mensch nur sein, wenn er geschützt ist. Systematisch geschützt. Durch Verfassung, durch Rechte von willkürlichen Eingriffen anderer in die eigene Handlungssphäre. Und bei den Liberalen war das vor allen Dingen immer der Schutz vor willkürlichen Eingriffen und Übergriffen des Staates. Und die Liberalen, das liberale Bürgertum, heute, genauso wie vor 150 Jahren, besonders stark ausgeprägt in den USA, hat gesagt, wenn wir die negative Freiheit durch den Rechtsstaat, durch den formellen Rechtsstaat realisiert haben und dann auch noch durch die Demokratie, die den Rechtsstaat flankiert und mit Inhalt füllt, verwirklicht haben, dann haben wir alle Ziele erreicht. Da kann jeder Mensch machen, was er will. Wenn wir eine komplette, gleiche, negative Freiheit haben. Keiner hat äußere Eingriffe in seiner Handlungssphäre, jeder kann nach eigenem Ermessen sein Leben gestalten. Dann, so sagen die Liberalen, oder die Neoliberalen natürlich auch, oder die Libertären, die komme ich dann nochmal zu sprechen, die alle zu einer großen Ideenfamilie gehören, sagen, dann ist eigentlich die Freiheit perfekt. Und es war eben Lassalles Entdeckung, 1860, der sagte, was nützt einem mittellosen armen Menschen, der keine Bildung hatte, der sich nicht artikulieren kann im öffentlichen Raum, der keinen Arbeitsplatz hat, der kein Einkommen hat, der keine ärztliche Versorgung hat, wenn er krank wird, was nützt ihm diese negative Freiheit? Er könnte handeln, aber er kann nicht, weil die Ressourcen fehlen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Grundlage, die materiellen Grundlagen, um frei und selbstbestimmt leben zu können, die hat er damals noch nicht. Und deswegen sagte Lassalle in einer sehr berühmt gewordenen Rede, wenn jeder Mensch, ungefähr wörtlich zitiert, wenn jeder Mensch gleich reich, gleich gesund,
gleich begabt zur Welt gekommen wäre und das auch bleiben würde, dann würde dieser Freiheitsbegriff ausreichen. Da das aber nicht der Fall ist, da die Menschen in der Gesellschaft sehr unterschiedlich reich sind, aus sehr unterschiedlichen Familien kommen, sehr unterschiedlich begabt sind, einen sehr unterschiedlichen Gesundheitszustand haben, reicht diese Idee der Freiheit nicht aus, um Freiheit für alle sein zu können. Das ist immer eine Freiheit für wenige. Das ist ein Begriff der Freiheit für die wenigen, die über die materiellen Ressourcen verfügen, ausreichend. Und für die vielen, die nicht zuverlässig immer über die materiellen Ressourcen für ein selbstbestimmtes Leben verfügen, für die reicht der nicht. Deswegen ist das Programm der Liberalen kein Freiheitsprogramm für die ganze Gesellschaft, sondern nur für den vermögenden Teil. Wir wollen aber, dass der eigentliche universelle Gehalt von Freiheit, der eigentliche Anfang der Aufklärung, in der französischen Revolution, sind auch eigentlich universelle Gehalt zur Geltung kommen, nämlich alle Menschen die Chance eines freien, selbstbestimmten Lebens haben. Und deswegen müssen wir der Freiheit die andere Hälfte, die dazugehört, die Reichen immer schon haben, weil sie ja immer schon Ressourcen haben, für alle garantieren, nämlich die positive Freiheit. Nur wenn alle, egal aus welchen Familien sie kommen, jederzeit die Chance haben, eine Schulbildung zu genießen, einen Arbeitsplatz haben, der ihnen genügend Einkommen für ein selbstbestimmtes gutes Leben gibt, wenn sie im Fall von Risiken wie Arbeitslosigkeit, Krankheit, später Alter, trotzdem die ausreichenden Ressourcen von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt bekommen, nur dann ist eine Gesellschaft frei. Im Sinne von positiver und negativer Freiheit als Ganzer. Dieser umfassende Freiheitsbegriff, der vollständige Freiheitsbegriff, der nicht nur die Abwehr von Eingriffen, sondern das Verfügen über Ressourcen zum Handeln einschließt, das ist der Freiheitsbegriff der sozialen Demokratie. Das ist der Grundwert Freiheit im Sinne der sozialen Demokratie. Und da ist natürlich beim Grundwert Gerechtigkeit sofort die entsprechende Konsequenz zu ziehen. Sozialdemokraten definieren Gerechtigkeit als gleiche Freiheit. Gerechtigkeit ist gleiche Freiheit. Das ist nicht eine sehr spezielle Diskussion oder Definition, sondern diejenigen von Ihnen, die sich so ein bisschen für Philosophie interessieren, die werden gemerkt haben, in sehr großen Teilen der Moralphilosophie. Das hängt im Grunde bei Aristoteles an und John Rawls und Habermas und all die anderen, ist immer Gerechtigkeit als gleiche Freiheit definiert worden. Man braucht immer, um Gerechtigkeit zu definieren, einen Gleichheitsbegriff. Die Frage ist immer, worauf bezieht man diese Gleichheit? Und hier wird gesagt, Gerechtigkeit ist gleiche Freiheit. Und wenn man diesen vollständigen Freiheitsbegriff der negativen und der positiven Freiheit nimmt und sagt, wir wollen gleiche Freiheit
Rechtsgelder. Habe ich vorhin schon gesagt, wenn ich genau das, was das Denken in der Sozialdemokratie ist, jeder Mensch braucht, um frei zu sein, Rechtsgarantien als Schutz vor Willkür und die Verfügung über die materiellen Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben, soziale Sicherheit. Dass in jeder Lebenssituation, die er kommen kann, diese Grundlagen garantiert werden. Dass sie ihm nicht entzogen werden können. Das war natürlich klar, hinter Deutschland kriegte Millionen von Unterstützern, die vorher arbeitslos gewesen waren. Die viele Jahre am Rande des Existenzminimums gedacht haben. Die wandten sich dann auf einmal den Nazis zu. Und die ökonomische Krise hat die Demokratie zerstört. Plötzlich traute niemand mehr der Demokratie die Lösung seiner existenziellen menschlichen Probleme zu. Deswegen wurde gesagt, nur wenn die beiden Dinge zusammenkommen, der Schutz vor Willkür und das Verfügen über die Ressourcen für einen Menschen, ist der Mensch frei. Und die Vereinten Nationen diese umfassen, diesen ganzheitlichen Freiheitsbegriff übernommen. Haben dazu wenig ausgeführt im Text dieser Menschenrechtserklärung, sondern haben gesagt, wir müssen jetzt genau ausarbeiten in einem längeren Prozess unter Beteiligung von Vertretern der wichtigsten Länder, was das genau im Einzelnen heißt, wenn wir diesen kompletten, diesen umfassenden Freiheitsbegriff benutzen. Das Ergebnis war 1966, Covenant on Basic Rights. Covenant, das heißt die Vereinbarung, die Übereinkunft über die grundlegenden Rechte der Menschen, die Übereinkunft. Großer Unterschied: 1948, die Declaration on Human Rights. Das war nur eine Absichtserklärung, eine Bekundung. Der Covenant on Basic Rights von 1966 ist eine völkerrechtlich bindende Vereinbarung, ratifiziert. Es haben ungefähr 148 Staaten bis heute zugestimmt. Und diese ist rechtsverbindlich geltend und Staaten, die dagegen verstoßen, können in einem bestimmten Gerichtsverfahren angeklagt werden. Deswegen sind das Dinge, die sind viel verbindlicher. Und da stehen in diesem Covenant von 1966 genau die Elemente dieses ganzheitlichen Freiheitsbegriffs als gleiche Rechte für alle in Detail drin. Und dieser Covenant, der sagt, es gibt fünf Gruppen von grundlegenden Rechten, von Grundrechten. Nur diese fünf Gruppen gemeinsam gelten, ist für alle Menschen in allen Ländern Freiheit garantiert. Das erste ist bürgerliche Grundrechte. Redefreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Glaubensfreiheit und dergleichen. Eine lange Liste, die sind genau aufgelistet. Das zweite sind politische Rechte. Das Recht, die eigene Regierung wählen und abwählen zu können. Das Recht, Parteien zu gründen. Das Recht, die eigene Regierung öffentlich kritisieren zu dürfen und so weiter. Das sind die politischen Grundrechte. Die stehen in Teil 2. Und dann, und das ist entscheidend für uns hier, in Teil 1 stehen soziale Grundrechte. Da stehen wirtschaftliche, ökonomische Grundrechte. Und da stehen kulturelle Grundrechte. Bürgerliche, politische, soziale, ökonomische, kulturelle. Wenn sich diese Liste
verpflichten eigentlich alle Regierungen der Welt, zumindest der 148 Staaten, die das unterschrieben haben. Da gehören natürlich alle ausländischen Länder dazu und die allermeisten Länder der Welt verpflichten eben im Sozialbereich allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen. Bildungschancen kostenlos, damit nicht der Reichtum oder die Armut der Familie ein Ausschließungsgrund aus der Bildung ist. Für Vollbeschäftigung zu sorgen, Arbeitsplätze zu schaffen. Eine Gesundheitsfürsorge und ein Gesundheitsversicherungssystem einzuführen, das bei allen Krankheitsfällen einspringt und für eine angemessene ärztliche Versorgung führt. Im Fall von Arbeitslosigkeit angemessenen Einkommensersatz zu organisieren. Im Fall von Alter angemessene inklusionssichernde rentliche Zahlen. Dass das ganze System eines demokratischen Sozialstaates ist hier bereits als grundlegendes Bürgerrecht für alle Menschen festgelegt. Was dort nicht festgelegt ist, ist auf welchem Niveau, wie großzügig, wie generös das sein soll. Ob das so sein soll wie, sagen wir mal, in Italien, auf relativ niedrigem Niveau, oder ob das so sein soll wie in Schweden, auf einem relativ hohen, großzügigen Niveau. Das Maß der Großzügigkeit, das Maß der Inklusion bleibt offen. Aber das unter allen Lebensumständen, jede Bürgerin, jeder Bürger, diese Rechte hat, das ist hier verbindlich festgelegt. Sozial und wirtschaftlich. Wenn man diese sozialen und wirtschaftlichen Grundrechte nimmt, dann hat man ein perfektes Programm der Sozialdemokratie. Natürlich kommen dann auch andere Dinge hinzu, Wirtschaftspolitik. Das ist die Vorstellung. Die Vorstellung war vorher schon mal von einem englischen Soziologen mit dem Wort soziale Bürgerschaft bezeichnet worden. Soziale Bürgerschaft bedeutet, in einer Sozialdemokratie, damit jeder die Chance der Freiheit gewährleistet bekommt, schließen die Bürger einen wechselseitigen Vertrag ab, dass die Sicherung, der Zweck dieses Staates, die ganze soziale Dimension nicht umfassen muss. Also nicht nur die formale Demokratie, sondern eben auch die soziale Dimension. Wir sind alle Bürger mit sozialen Rechten, soziale Bürgerschaft. Diese Vorstellung einer sozialen Bürgerschaft, dass jeder Mensch um der Freiheit willen, damit er Freiheit real genießen kann, diese grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen Rechte hat, das ist der Kern der Vorstellung von sozialer Demokratie. Man könnte jetzt diese Rechte über das hinaus, was ich angedeutet habe, noch einzeln auflisten und beschreiben. Das würde ich mal jetzt im Moment nicht machen. Ich will stattdessen zwei andere Dinge sagen. Die zentrale Triebkraft der modernen Kultur, der modernen Gesellschaftsgeschichte ist die Idee der Freiheit. Da gibt es nicht sehr viele Meinungsunterschiede dazu. Im 18. Jahrhundert war die vorherrschende Idee, das war die Idee der Liberalen, Freiheit sichern wir vor allen Dingen gegen den Staat. Er hat durch seine Übergriffe unsere Freiheit bedroht. Im 19. Jahrhundert wurde klar, das reicht nicht aus. Ich sagte es vorhin. Weil für die meisten Menschen damit die Lebensgrundlage nicht gesehen sind. Die können nicht frei leben. Es fehlen die Bedingungen dafür. Da wurde das erweitert. Wir brauchen auch eine Freiheit im Staat. Wir müssen im Staat als Freiheit bestimmen können. Und zwar die Freiheit im Staat. Und als die Freiheit im Staat erkennen wir die Demokratie. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde klar, dieser Staat muss als Instrument der Gesellschaft aktiv die sozialen Rechte der Menschen realisieren, um alle frei leben zu lassen. Und das war die Freiheit durch den Staat im 20. Jahrhundert. Sodass wir von der Freiheit gegen den Staat im 18. Jahrhundert, die Freiheit im Staat im 19. Jahrhundert zur Freiheit vor
weiterhin muss der Staat ein Instrument der Gesellschaft sein, um die Freiheitschancen zu garantieren, unsere Freiheit durch die Stadt, Freiheit von innen und durch die Stadt. Und dieses komplette Freiheitsverständnis ist das Freiheitsverständnis der Sozialdemokratie und ist die Grundlage des Programms. Weil ich daraus ja schon fast alles ergibt, was geschehen muss. Da muss man sich noch darüber verständigen, wie sieht die Wirtschaftsverfassung im Einzelnen aus, wie organisiert wir eine produktive Wirtschaft und dann welcher Sozialstaat, welche soziale Sicherung passt zu unseren Traditionen, welches Niveau von Großzügigkeit wollen wir wählen. Nun ist das nicht selbstverständlich, denn wurde nicht von allen Ländern unterschrieben. Der Hauptgegner, Sie werden es erraten, war natürlich die USA. Reagan sagte, there is no such thing as social rights. Sowas gibt es nicht. In den USA gibt es eine lange und große libertäre Tradition. Wir garantieren allen die negative Freiheit und den Rest müssen sie selber machen. Deswegen libertär. Wirtschaft, Gesellschaft, Sozialbereich ungeregelt. Ein Feld für das freie individuelle Kämpfen des Einzelnen und seiner Existenz. Libertäre Demokratie. Der Hauptstrom in den USA war in der neueren Geschichte fast immer dieses libertäre Demokratieverständnis, die USA bis heute. Die sozialen, ökonomischen, kulturellen Bürgerrechte nicht qualifiziert. Sie halten sie für irrelevant. Eine Reihe anderer Länder auch. Es gibt auch einige, die haben sie zwar qualifiziert, beherzigen sie aber nicht in der Praxis. Das ist sozusagen die übliche Methode. Heuchelei. Aber immerhin, Sie wissen ja, die Heuchelei ist die Verbeugung des Lasters vor der Tugend. Und wenn man heuchelt, erkennt man immerhin an, dass die anderen eigentlich recht haben, dass das eigentlich Ideale sind, die gelten. Deswegen befinden wir uns aufgrund der Geschichte des 20. Jahrhunderts und des starken Mitwirkens der Kräfte der demokratischen Arbeiterbewegung. Dieses Ergebnis da in den UN-Covenants von 1966 möglich gemacht hat, in der sehr, sehr günstigen Situation, dass wir für das Programm einer sozialen Bürgerschaft, einer sozialen Demokratie, uns nicht nur auf die Grundwerte berufen müssen. Die Grundwerte sind moralische Kategorien. Da kann jemand kommen und kann sagen, na gut, das ist deine Moral, meine Moral ist das nicht, meine Moral ist der Ellenbogen. Ich hole mir, was ich kriege. Aber hier haben wir Grundrechte, die gelten völkerrechtlich. Und wir haben auch in der Verfassung der Europäischen Union, dem Vertrag von Lissabon, eine Liste dieser Grundrechte. Die sind nicht so ausführlich, nicht so konkret wie in den UN-Covenants, aber sie sind klar und eindeutig genug. So dass ich mal sage jetzt, so als Kommentar an der Stelle, die Austeritätspolitik, vor allem von der deutschen Regierung erzwungen, gegenüber einigen Mittelländern, ist eigentlich ein klarer Verstoß gegen die Verfassung der Europäischen Union. Weil nämlich ausschließlich die ökonomische Austerität und in keiner Weise die sozialen Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigt worden sind. Die haben im Grunde die eigenen Verfassungen einfach beiseite geschoben und ignoriert. Rechtsgültig oder normativ rechtlich geboten ist das nicht, im Gegenteil. Also eine ziemlich starke Argumentationsgrundlage. Die Libertären, die sagen, nein, es gibt nur bürgerliche und politische Grundrechte. Den Rest muss jeder für sich selber organisieren. Wobei die USA natürlich
privater Wohlfürsorge oder gesellschaftlicher Wohlfahrtsleistung auch vorhanden sind, aber es gibt keine deutschen Bauernrechte. In den USA sind ja, wie Sie wissen, etwa 40 Millionen Menschen ohne Krankenversicherung. Es sind ungefähr 18% der Bevölkerung in Armut. Wenn man quer durch die USA reist, da sieht man ganz schnell, dass das Bild der USA-Mythos, jeder kann aufsteigen, jeder lebt in Prosperität, gänzlich der Wirklichkeit widerspricht. Die Wahrheit ist so, dass es sehr, sehr viele ohne ärztliche Versorgung sind, dass es sehr, sehr viele arm sind. Und ein Erfolg ist übrigens, wissen auch wenige, dass in den USA im Durchschnitt 10 bis 15 Mal mehr Menschen pro 100.000 Einwohner im Gefängnis sind als in Europa. Weil natürlich dieser Ausschluss von vielen aus der gesellschaftlichen Teilhabe, aus dem gesellschaftlichen Wohlstand, das nicht vorhanden sein von sozialer Sicherheit in den wichtigsten Bereichen, dazu führt, dass sich die soziale Dissidenz, die Kriminalität entsprechend erhöht und ausweitet. Libertäre Gesellschaften erzeugen Exklusion. Viele Menschen sind ausgeschlossen aus dem Genuss des Wohlstandes und der sozialen Chancen. Die Sozialdemokratie ist darauf angelegt, in den Grundlagen eine vollständige Inklusion zu erreichen, alle Bürgerinnen und Bürger einzuschließen und eben dann, je nach dem Niveau, auf dem das gemacht wird, aktiv und passiv. Es beteiligen sich natürlich, wenn die Grundlagen des Lebens gesichert sind, auch mehr Bürger in der Zivilgesellschaft, am politischen Leben, in der Öffentlichkeit, in den Parteien. Es geht also nicht darum, einen bloßen, unverteilten Wohlfahrtsstaat aufzubauen, sondern eine aktive Demokratie und die Bürgerrechte, die ausreichen, um alle ins gesellschaftliche Leben einzubeziehen. Und natürlich ist klar, das können wir vielleicht in der Diskussion etwas deutlicher herausheben, einen Sozialstaat, den kann man auf sehr verschiedene Weise organisieren. Schweden, Norwegen, teilweise Dänemark, die haben gezeigt, dass ein sehr hohes Niveau an sozialer Sicherung mit einer sehr hohen ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit international vereinbar werden kann, wenn der Sozialstaat richtig organisiert wird. Und es gibt andere Länder, dazu gehören die Kontinentalen, Frankreich, Deutschland, die haben lange Zeit gezeigt, wenn der Sozialstaat nicht so gut organisiert ist, dann kann es Widersprüche mit der wirtschaftlichen Produktivität und Entwicklung mit der sozialen Sicherung geben. Und dann müssen eben die Strukturen entsprechend korrigiert werden. Die Grundrechte liegen ja nicht fest, auf welche Weise diese soziale Sicherung geschieht. Es kann so passieren, dass die Menschen dabei gleichzeitig sehr stark gefährdet werden, am Arbeitsmarkt dabei zu sein, zum Beispiel. Und es kann auch so geschehen, dass viele denken, naja, arbeiten muss ich nicht unbedingt, es gibt ja schließlich da soziale. Das ist eine Frage, wo man genau diskutieren muss. Das hat auch mit der Kultur der einzelnen Länder zu tun. Wie ist der Sozialstaat zu organisieren? Wie ist das Verhältnis einer prosperierenden, dynamischen Wirtschaft zu einem die Sicherheit garantierenden, aber mit der Wirtschaft auch gut kooperierenden Sozialstaat? Also das war das, was Willy Brandt meinte, wenn er sagte, nach diesem politischen Leben, das ich geführt habe, kann ich doch klar sagen, wenn man mich fragt, was war denn das Wichtigste von alledem, das war die Freiheit. Die Freiheit ist das Wichtigste, was wir haben. Ja, das ist immer die Freiheit des wohlhabenden Teils einer Gesellschaft. Sondern die Freiheit im Ganzen umfasst ist, also die Freiheit aller. Was ja eigentlich auch klar ist. Freiheit ist ein universeller Begriff. Freiheit heißt eigentlich von sich aus immer die Freiheit aller. Die Freiheit einiger Privileg. Und die Frage ist, wie muss eine Gesellschaft organisiert werden, die die Freiheit aller ermöglicht. Ich will an der Stelle einfach mal den Punkt machen, damit wir gucken können, was wir in der Diskussion dazu sagen wollen. Mir würde noch ganz vieles einfallen, das war das